dir zurückzukommen, zu Ich Bin, das Wort. Mit euch singen. Ich finde, da kommt immer so ein Mut, so eine Kraft durch. Vor 2000 Jahren, stellt man sich vor, ja, hat er gesagt, schmeiß die Geldwechsler aus unserem Tempel. Und 2000 Jahre später sind sie immer noch da. Wir brauchen viel Mut, wir brauchen eine nachhaltige Wirtschaft hier und ein faires, feines System, damit wir wirklich leben können. Amen. Und deswegen möchte ich mit euch dieses wunderbare Jesus-Mantra singen. Es ist in eurem Text um Jesu. Und wenn ihr es zu Hause auch noch singen wollt, dann holt euch danach noch die CD. Amen. Super, macht ihr das. Und hört es euch einmal an.
Lass ihn uns noch kurz singen und damit er singend hier auf die Bühne kommen kann. Ich bin in dir und du bist in mir. Die Antwort auf die Frage, warum sind wir hier? Wir sind alle Diener von einem großen Stamm, wie Blätter an einem Dura. Ich bin in dir und du bist in mir. Die Antwort auf die Frage, warum sind wir hier? Wir sind alle Kinder von einem großen Stamm, die Blätter. Unsere Freude, wir teilen unseren Schmerz, vereint in Gottes Licht auf dem Weg in unser Herz. Wir sind alle Kinder. Herzen und
eurer Zellen, denn das geht tief, oder? Und ich habe euch was mitgebracht. Und zwar den Segen aller Friedensbäume. Und wie der Philipp so wunderschön gesungen hat, wir sind alle Kinder von einem großen Stamm. Und wenn dieser Stamm der Friedensbaum ist, dann werden die Blätter dieses Stammes töricht, wenn sie gegeneinander kämpfen würden. Und alle Bäume unterstützen sich gegenseitig. Das ist das, worüber wir uns auch kennengelernt haben, über diese uralte Prophezeiung des Regenbogenstammes. Und wir haben eben von unseren Ahnen, nachdem wir diese Vision im heiligen Sonnentanz bei den Prärie-Indianern bekommen haben, dieses Symbol bekommen. Und das ist eine Frau und ein Mann, für alle, die es hinten nicht so gut sehen können, in einem Stamm, in liebender Unterreichung. Und die Kelten stammt von einer uralten keltischen Münze, dieses Symbol. Die wussten noch um die Kraft der Symboliken. Und dieses Geschenk möchte ich euch heute machen, das an euch weiterzugeben. Und jeder, der möchte, bekommt von uns dann, von unserem Team, am Schluss dieses Symbol überreicht. Und es ist unsere Aufgabe, dieses Symbol wieder ins Leben zu bringen. Und das machen wir seit 8 Jahren, indem wir auf der ganzen Welt Friedensbäume gepflanzt haben. Teilweise uralte Prophezeiungen erfüllt haben damit. Wir haben einen Baum für die Wale gepflanzt in Neuseeland, damit die Wale sich wieder orientieren können. Weil wir wissen, das Gitternetz, das Magnetfeld der Erde nimmt ab. Und daher ist es wichtig, dass wir uns neu ausrichten, nicht nur die Wale, sondern auch wir. Und diese Ausrichtung findet im Herzen statt. Dort, wo wir alle miteinander verbunden sind. Und die Friedensbäume sind wie eine Art Erdakupunktur für Mutter Erde. Und wir haben Besuch bekommen im Juli von den Hütern des Herzens von Mutter Erde aus Kolumbien. Das ist ein uralter Stamm, der nur die Aufgabe hat, ihr Herz zu hüten. Und so ist Mutter Erde eben auch ein lebender Organismus, das wussten die Kelten früher. Und die Friedensbäume erinnern uns daran, dass wir, ja, dass Mutter Erde sich von uns wünscht, dass wir sie wieder lieben. Und in diesem Sinne lade ich euch ganz, ganz herzlich ein, Teil unserer Stiftung zu werden, Teil dieser weltweiten Friedensbaumbewegung zu werden. Und wenn ihr da Resonanz in eurem Herzen spürt, wir sind eine ganz kleine Familie, die das seit 8 Jahren macht. Wir haben 2 kleine Kinder und wir haben bisher unser ganzes Herzblut da hineingegeben. Und Gott sei Dank, das kann ich hier sagen, gibt es so wundervolle Musiker wie der Philipp und seine Freunde, der David, die das im Herzen spüren können. Und diese Musiker bringen diese Botschaft der Friedensbäume in die ganze Welt. Und dafür möchte ich euch von ganzem, ganzem Herzen danken. Und euch alle auch, die euch davon im Herzen berühren lasst. Und jeder kennt ja ein paar Leute, vielleicht kennt ihr auch ein paar Leute. Wir brauchen jetzt einfach die Aufmerksamkeit auch in den Medien und auch von den Herzen der Menschen, um diese kraftvolle Mission zu unterstützen, damit es weitergehen kann. Und dieses Benefizkonzert trägt einen großen Teil dazu bei. Also Herzensdank an jeden Einzelnen von euch und viel, viel Freude noch bei der wundervollen Musik. Und vielen Dank, lieber Philipp. Matthias, vielen Dank. Es gibt einen Friedensbaum jetzt auf Blaubart, den wir mal kurz zusammengepflanzt haben.
Und Matthias hat mir das mitgeteilt, dass es eine neue Vision jetzt ist, eben nicht nur Bäume zu pflanzen, sondern eben Wald zu erhalten. Ich habe ihn extra gebeten, sich kurz zu halten, weil er hat so viele schöne Ideen und Projekte. Aber er hat seine ganzen Materialien am Stand, ihr könnt euch darüber informieren, um was es geht. Er hat jetzt eine wunderbare Holzmünze entwickelt, die wird es vorne am Stand geben, wo man mit der Stiftung in Kontakt kommen kann. Und einfach nochmal einen großen Applaus, dass ihr diese Vision habt und immer weitermacht. Sprecht ihn an, teilt euch in seine Newsletter ein, seine Verbindung mit der Friedensbaumstiftung. Und deswegen, das wollte ich einfach nochmal sagen. Ich danke schon von dir. Dir danke, ich danke. Vielleicht noch ganz kurz, weil ich habe vorhin Aho gesagt, das ist die Abkürzung für Aho Mitaki Oyasan. Das heißt, wir sind mit allen verwandt. Weil man könnte auch sagen, wir sind eine Familie. In diesem Sinne. Aho! Ich werde mich von euch verabschieden. Ich bin überglücklich, dass das heute wirklich war, hier mit euch zu sein. Ich würde gerne die Leute so warten für heute Abend. Es war gut heute Abend. Wir werden noch viele, viele gemeinsame Lieder mit dir gestalten, das ist sicher. Aber ich möchte dir einfach nochmal ein Herzens-Ohm schicken. Von unseren allen Herzen, für dein ganzes Sein, deine ganze Liebe, deine ganze Vision, dieses Chanten in unsere Herzen zu singen, in Mainz vor 12 Jahren, als ich hier in München geblieben bin, in alle eure Herzen, die ihr Wolfgang kennt. Und lasst uns 2, 3 tiefe Atemzüge nehmen und lasst uns dieses Herzens Ohm diesem wundervollen Menschen in diesem Moment schicken, möge er danken, danken, danken. Wir atmen ein, wir atmen aus. Wir atmen ein, wir verbinden uns mit Himmel und Erde, wir atmen ein, wir atmen aus. Und jetzt verbinden wir uns mit dem nächsten Einatmen mit dem Herzen.